Die Klimaaktivisten von der letzten Generation, die wollen ja mit zahlreichen Störungen und vor allen Dingen weiteren Straßenblockaden durch hunderte Anhänger Berlin für längere Zeit lahmlegen. Und damit sollen ihre Forderungen nach einer radikalen Wende in der Klimapolitik durchgesetzt werden. Ja, ab heute seien zunächst Aktionen im Regierungsviertel geplant. Ab Montag dann in der gesamten Hauptstadt. Ein Überblick hat Alina Quast für Sie. In der St. Thomas-Kirche in Berlin-Kreuzberg, dort, wo sonst gläubige Evangeliken beten, verkünden 5 selbsternannte Klimakämpfer ihren neuesten Schlachtplan. Bis Ende der Woche sollen Störungsaktionen im Regierungsviertel stattfinden. Danach wollen rund 800 Aktivisten den Rest der Stadt zum Stillstand bringen. Entschlossen und kreativ werden wir in Berlin Alarm schlagen. Die nächsten Tage werden wir auf den Straßen sein. Bitte nutzt den öffentlichen Nahverkehr, bitte nutzt nicht die Autobahn. Erst wenn die Bundesregierung auf die Forderungen der letzten Generation eingehe, sei der Protest beendet. Zu den Forderungen zählt ein sogenannter Gesellschaftsrat mit 160 gelosten Mitgliedern, der fossilen Brennstoffen bis 2030 planen soll. Doch für viele Bundesbürger ist das Maß voll. Viele glauben nicht, dass die letzte Generation mit ihren Klebeaktionen helfen, das Klima zu schützen. Im Gegenteil. Eine Stunde im Stau, mein Motor läuft und verbessert die Luft damit. Irgendwie muss Aufmerksamkeit erzeugt werden für ein Thema, was wichtig ist. Gleichzeitig hat das irgendwie was massiv Eingreifendes für ganz viele Leute. Die Probleme liegen woanders. Also wenn, dann sollten sie irgendwie globale Konzerne bekriegen. Erstmalig hat eine Richterin in Heilbronn jetzt Haftstrafen ausgesprochen. Doch von Reue bei den 3 Verurteilten keine Spur. Die letzte Generation gibt sich unbeeindruckt. Alle Aktivisten seien sich bewusst, dass sie im Gefängnis landen könnten. Die CDU sieht jetzt einen klaren Arbeitsauftrag bei der Berliner Polizei. Wenn das für diese Woche und die nächste Woche so ausdrücklich angekündigt wird, dann hat die Polizei hoffentlich Gelegenheit genug, sich darauf vorzubereiten. Und ich hoffe, dass diese Aktionen unterbunden werden. Sie sind rechtswidrig, sie sind Straftaten. Die Berliner Polizei rüstet sich nach eigenen Angaben. Möglich wären in Berlin auch für Klimakleber bis zu 48 Stunden Präventivgewahrsam. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.